Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir haben in der letzten Folge hier das gebratene Hähnchen in die Pfanne gekloppt. Und boah, wir haben so viel zu essen, das ist so geil. Ich werde mal ein bisschen was ablegen in die Truhe. Wir müssen unbedingt noch eine neue Truhe bald bauen. Weil so wie es ausschaut, echt, da wird so langsam voll mit allem. Auch was Nahrung angeht und so. So, wenn wir noch ein bisschen hier... Das können wir auch in die Pfanne. Das können wir alles in die Pfanne kloppen. Das werde ich auch gleich machen. Das haue ich direkt mal in die Pfanne. Die beiden Sachen. Ha, hallo? Hallo? So. Ja, und wir haben in der letzten Folge auch mit den Eisenbarren und ja, Eisengegenstände, Eisenwerkzeug hergestellt. Das ist sehr geil. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir das aufgesammelt haben. Es war ja unheimlich dunkel in der letzten Folge. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ihr wisst das, glaube ich, besser wie ich, warum das so dunkel war. So. Das werde ich jetzt auch nochmal in die Pfanne kloppen. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf Pilgertour. Und schauen, dass wir noch ein bisschen Eisenerz und solches Gedöns alles da mitbekommen. Und ich habe neue Fackeln. Ich habe in der letzten Folge endlich Fackeln gebaut. Ja. Lalalala. So, dass wir ganz fleißig hier weiter in die Hülle reingehen können. Juhu. So, da habe ich gesagt, genau, hier war das... Ah, ich höre schon das Wasser. Hier waren wir. Und von hier links kann ich mich entsinnen, da war der komische kleine Furz, der da uns entgegenkam. So, immer eine Fackel. Ich höre schon wieder ein. Die Frage ist, von wo kam der Furz? Ah, hier unten. Ah, da ist. Oh, da sehe ich jede Menge Kohle. Kohle. So. Jede Menge Kohle zum Sammeln. Oh, geil. Okay, wollen wir mal hier ein bisschen freiräumen. Das stört jetzt gerade ein wenig. Weil dann weiß ich, wo ich lang muss. Ich weiß, es ist total unnütz. Aber ich weiß dann ungefähr, wenn ich die Fackel dann hier hin platziere, dass ich nach da laufen muss. So, dann werde ich hier noch eine platzieren. Geil. Ich hoffe nicht, dass ich mich verlaufe. Da unten ist Gold. Ich sehe Gold. Ich werde bekloppt. Ich sehe Gold. Aber erstmal werde ich Kohle abbauen. Kohle ist wichtig für unseren Ofen. Und für Fackeln und sonstigen Gedöns. Da ist er schon. Hallo. Yeah, ohne Damage zu nehmen. Geil. Cool. So, gehen wir jetzt erstmal hier lang und gucken mal. Da ist echt Gold. Ich werde bekloppt. Unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, dass wir hier... Wir haben Gold gefunden. Ja, ich bin reich. Ich bin reich. Ich glaube, ich habe da unten schon wieder einen gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder der steht gleich hinter uns. Oder auch nicht. So. Bevor ich da oben lang gehe, gehe ich erstmal... Ja. Gehe ich erstmal hier lang. Wo ist der denn? Verrottetes Fleisch will ich nicht. Da ist noch mehr Gold. Wo kommen die auf einmal alle her? Wollt ihr mich verarschen? Alter, wollt ihr mich verarschen? Aua! Ja. Die sterben. Warum geht der nicht sterben? Alter, Alter. Oh nein! 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 Du scheiß Kackspiel! Oh, nein, wir sind tot! Nein! Fuck! Jetzt müssen wir so schnell wie möglich unsere Klamotten holen. Dieses scheiß Kackspiel! Oh, bist du niedlich! Ich weiß. Nein! Dieses scheiß Kackspiel! Nein! Fuck! Ah! Jetzt muss ich ganz schnell so schnell wie möglich unsere Sachen wiederholen. Lalala, wie gut, dass das in der Höhle war, dass wir das wissen, wo das ist. Ich hoffe, die Zombies stehen da nicht rum. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich habe alles. Oh. Wow. Will er mich verarschen? Das hat er doch tatsächlich unsere Fackeln weggemacht. Ich muss mal ganz schnell die Spitzhacke holen.
Mein Gott, das war peinlich. Aber gut, dass wir hier die. Gut, dass wir hier die. Dass wir in der Höhle gestorben sind, weil nachher finde ich das wieder nicht wieder oder so. Und dann stehe ich nachher da. Ich höre schon wieder jemanden. Gold, Junge, Gold, jede Menge Gold. Jetzt gehst du sterben, du Scheiß-Zombie. Mann. So, okay, dann sollten wir natürlich demnächst ein bisschen besser aufpassen, was das angeht. So, ich bin total jetzt hier erstmal perplex, muss erstmal sortieren. Ja. So, können wir zumachen erstmal. Dann weiß ich, dass wir da lang gehen. Hier kommt noch mal eine Fackel hin. So. Sehr schön. Und hier oben werde ich mal freiräumen. Dann haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz zum Jumpen. So. Das sieht doch super aus. Ey, das ist so gemein gewesen, dass die mich da so attackiert haben. Da ist übrigens eisenerzig gerade. Jede Menge sogar. Unglaublich. Alles sammeln. Sammeln, 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 sammeln. Immer schön sammeln. Eisenerz sammeln. Gibt es hier noch mehr Eisenerz? Eisenerz, 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 Eisenerz. Warum gibt es denn hier kein Eisenerz mehr? Ich weiß nicht, was dieses dumme Geräusch für eine Bedeutung hat, aber es gefällt mir nicht. Ich habe eine Fledermaus, juhu. Wir werden vielleicht mal hier lang gehen. Und mal schauen, dass wir... Hier war das Wasser, ne? Oder? Ah, oh, da hinten ist schon wieder so ein Affe. So ein blöder Affe da, der... Mit seinem scheiß Pfeil und Bogen. Wir gehen jetzt schon auf den Piss. Komm her. Ich warte auf dich um die Ecke. Vielleicht sollte ich was essen gleich. War ich gleich. Und wir waren so schön Level 11 gewesen. Oh Mann. Hallo? Ja, da hinten steht er. Das Problem ist, ich werde den so nicht wegkriegen, ohne Damage zu nehmen. Scheiß verrottetes Fleisch, ey. Hier, weg damit, Mann. Wo kommt er denn jetzt her auf einmal? Gott. Die sterben. Und da unten war noch einer gewesen. Komm her. Ach, der kleine Furz. Der kleine Furz schon wieder. Wie geil, dass der Skelettzombie wieder langgelaufen ist. Aber dann kann ich nämlich schön hier langlaufen. Ja, von wegen. Von wegen. Von wegen. Der wird nämlich hier lang kommen wahrscheinlich, ja. Die sterben! So. Und wir haben... Jawohl! Ja! Wir haben einen Bogen! Geil! Wir haben einen Bogen! Boah, voll geil! Voll die coole Folge! So. Mein Gott, was wir alles finden. Ich hoffe, wir werden nicht sterben. Ich muss natürlich auch gucken hier nach Eisenerz und sowas. Geil, wir haben einen Bogen. Ich werde bekloppt. Kann man den auch reparieren? Weil er scheint kaputt zu sein, so wie es aussieht. La, 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 la. Ich baue mir eine Brücke. Ich baue mir eine Brücke. Ich baue mir eine Brücke. Ich höre schon wieder so einen scheiß Bogenzombie. Da ist Eisenerz. Jede Menge Eisenerz. Ja. So. Das werden wir natürlich abbauen, weil wir es gut gebrauchen können. Das ist noch mehr Eisenerz. Yeah. Eisenerz. Yeah. Eisenerz. Ich bin der Eisenerz nach Panko. So, was haben wir denn da? Seit wann wachsen denn Pflanzen unter der Erde? Naja, egal. Ich hinterfrage das hier in diesem Spiel jetzt gar nicht. Okay, ich werde mal versuchen, das hier lang zu gehen gleich. Aber erstmal die Kohle abbauen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Jede Menge Kohle. Kohle, 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 Kohle.
Wenn wir schon einmal hier sind, können wir die Kohle. Kommst du denn her? Fuck. Komm her. Na, komm her. Die sterben, mein Gott. Ich wollte noch gar nicht runter eigentlich. Eigentlich wollte ich noch nicht runter. Weil, ach, scheiße. Jetzt verbaue ich mir die Scheiße schon. Mein Gott. Die Scheiße schon wieder hier. Ich wollte eigentlich hier ein richtig schönes Loch machen, dass ich hier vernünftig reinlaufen kann. Ja, ich höre schon wieder einen, der hier am Schnarchen ist. Nee. Oh. Ich werde den nie wieder rausfinden. Ich sehe es schon kommen. Ich werde den nie wieder rausfinden. Was, wo, wer? Hallo? Ganz alleine. Oh, wie viele schon wieder hier kommen? Das gibt's doch nicht. Die alle sterben. Die sterben, du Sack. So. Kann man die Pilze essen? Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Pilz. So, schauen wir mal. Nein, ich kann den Pilz nicht essen. Ich kann ihn wahrscheinlich pflanzen. Vermute ich mal. Aber ich wollte hier als erstes mal lang gehen, weil hier sah es aus, ob hier ein bisschen mehr was gibt. Höhlen erforschen. Geil. Geil, schöne Höhlenerforschung. Was? Höher? Oh, guck mal, der Kleine. Oh, ist der niedlich. Oh, ist der niedlich. Der hat irgendwie einen Pfeil im Gesicht gehabt. Ich weiß nicht warum. Immer schön Kohle mitnehmen und Eisenerz, wenn wir was finden. Und wir müssen natürlich auch unbedingt. Wir werden wahrscheinlich schon eine Nacht schon hinter uns gebracht haben hier in der Höhle. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Wo ist die Schaufel? Wir haben ja keine Schaufel, ne? Fällt mir gerade auf. Stimmt. Ich werde das jetzt mal mit der Hacke machen, mit der Steinhacke hier. Und so. Ah, wie gut, dass wir in der Höhle gestorben sind. Na, so. Na, so. Zack. Genau, können wir nämlich da hochgehen. Und mir fällt gerade auf, dass meine Werkzeuge so langsam den Geist auch aufgeben werden. Oder aufgeben. Das heißt für uns, wir müssen gleich sowieso, oder so müssen wir gleich dann einmal nach oben. Die sterben. Die sterben! Mein Gott. Aber ich möchte doch gerne hier noch ein Stück weitergehen. Ich werde mich so verlaufen hier, das gibt's gar nicht. Ich werde mich so verlaufen, ich werde mich wiederfinden. So. Hier gehe ich jetzt weiter. Weiß ich ungefähr, wo ich weiterlaufen muss. Naja, ungefähr, wo ich weiterlaufen muss. Toll, jetzt fehlen mir ein Stein. Super. Ach ja, la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 . So, dann kann ich noch hinsetzen. Mein Geh weg da, du scheiß Fledermaus. So, was ist denn hier? Oh, Kohle. Kohle. Jede Menge Kohle. Wir haben so viel Kohle gleich. Wir können das ganze Jahr über befeuern, den Ofen. Level 5 sind wir. Juhu, cool. Geil. Jede Menge Kohle, ich werd bekloppt. Gibt es sonst noch irgendwas dahinter vielleicht? Warum sollte man... Oh ja, 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 Eisenerz. Ja, ja, geil. Jede Menge Eisenerz wieder. Ich glaube, hier ist noch mehr. Ich höre auch Wasser. Ich traue dem Braten hier nicht. Es könnte nämlich gut sein, dass irgendwo hier Wasser gleich auftaucht. Und wir ersaufen. So, schauen wir mal, ob hier noch mehr gibt. Da ist auf jeden Fall Erde. Uah. Ja, war ja klar.
Ja gut, unsere Spitzhacke hat sich jetzt eh erledigt von so an. Gut, aber ich glaube, hier ist eh nichts mehr Großartiges. Noch sagen können, weil ich glaube, ich hier die Lichter mitnehmen. Da brauchen wir nicht lang. Uah. Geh sterben, du Scheiße. Oh. Da ist die Fledermaus gleich mitgestorben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, zack. So, dann lassen wir das mal hier stehen. Genau. Ich werde mal hier so eine Mauer ziehen. Oder so eine kleine Wand. Dann weiß ich ungefähr, da nicht lang. Ich mache nur so ein paar so Lücken, so, dass ich weiß, da nicht lang. Seht ihr? Das kann man auch gut so machen. So. Ich hoffe, ich finde jetzt raus. Ich hoffe, ich hab mir das gut gemerkt. Na, jetzt fängt schon an. Ich habe da oben eine Fackel und hier. Ich glaube, ich muss auch da oben lang. Kann das sein? Ja, natürlich. Klar. Ich bin ja hier nur reingegangen, um anschließend... Genau, hier geht's ja weiter. Also kann ich ja hier eigentlich die Fackel... Wo kommst du denn her? Die sterben. Ich habe dir gesagt, du sollst sterben gehen. Da ist noch einer. Ich werde diese Fackeln hier auch mitnehmen, weil die brauchen wir eh nicht mehr. Das ist... Wir werden in den großen Raum, glaube ich, dann als nächstes gehen. Um da weiter zu erforschen, vielleicht finden wir da auch mal irgendwie Kristall, Diamanten oder sowas. Aber das gibt es hier ja auch. So, das heißt also, hier werde ich jetzt zubauen. Wieder so eine Sperre machen. Also ich weiß, da nicht lang. So, da nicht lang gehen, genau. Und werde einfach eine Wand ziehen, fertig. So, zack. Als nächstes hier lang. Nochmal. Das Wasser muss irgendwie aufgehalten werden. Uah. Aber nicht so Reflex. Nicht so Reflex. Nicht so. Gar nicht so. Hallo? Spring doch da hoch. Ach, jetzt fließt das Wasser da rein. Ja, natürlich. Klar, warum nicht? Klar. Alter, dieses dämliche Wasser. Ich glaube, da kümmern wir uns entweder in einer weiteren Folge oder später drum. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier rausgehen. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, hier war falsch, ne? Ja, da geht's wieder runter. Da wartet auch niemand auf uns. Ich habe gerade keine Zeit. Nee, ich habe keine Zeit. Ich glaube, und es ist übrigens Nacht geworden, ich sehe es gerade. Das heißt, wir sollten... Ja. Sollten schleunigst schlafen gehen. Yeah, juhu, juhu, yuppie. So. Ja, geil. Geil, auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr interessante Folge auch für euch, so. Und ich sollte was essen. Bin ja nur am Quatschen, am Erzählen und Wahnsinn. Mittlerweile müsste unser Hähnchen eigentlich schon, ja genau, das Fleisch schon fertig sein. So. Hey geil, Zuckerrohr haben wir gefunden. Können wir damit was machen mit Zuckerrohr? Im Ofen? Ne, anscheinend nicht, okay. Verrottetes Fleisch, geht das? Ne, gar nicht. Werde ich glaube ich gleich wieder irgendwo hinwerfen. Wir brauchen gleich eine neue Spitzhacke. Kartoffeln. Kartoffeln? Brot vielleicht? Ich schau mal, was da passiert. Gucken wir mal. Die Ofenkartoffel. Cool. Geil. So. Ja, uns fehlt, wie gesagt, den Bogen. Kann man den Bogen reparieren? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube leider nicht. Das ist schade. Aber wir können ein wenig Eisenbarren wieder erstellen. Schon einmal dabei sind. Genau, wir brauchen eine neue Spitzhacke. Die werde ich mal geben. Davon brauchen wir, glaube ich, 4 Barren. Steak haben wir noch. Fackeln haben wir noch genug. Genau. Können wir ein bisschen umräumen wieder. Wir haben ja hier noch in der Truhe ein wenig Platz. Da haben wir Fackeln. Da haben wir noch Erde. Die Erde können wir auch hier. Das mit der Erde ist manchmal auch sehr, sehr schlimm, weil die. Ist übermächtig, die Erde hier bei uns. Sehr, sehr übermächtig. So, Pflasterstein.
Haben wir den eigentlich schon hier? Ja, Wasserstein. Und Holz hacken müssen wir. Unbedingt. Wir müssen unbedingt Holz sammeln gehen. Wir haben nichts mehr. Nichts mehr an Holz. Ich glaube, das ist die nächste Aufgabe, die wir tun werden. Holzhacking. Mika-Holzhacking werden wir tun. So, da werde ich die Ofenkartons gleich hier oben reinschmeißen. Und das rotete Fleisch kommt gleich weg. Da sind wir ganz gut ausgerüstet. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil. So. Denn ich kann jetzt auch keine Spitzhacke erstellen. Da mir Stickies fehlen. Und Stickies können wir nur mit Holz genau geben. So. Das heißt, wir werden wieder ein wenig Holzhacken geben. Liebe Naturschützer, ja, ich muss das tun. Ich muss ein wenig den Wald fällen. Wahnsinn, was für ein Aufmarsch wir jetzt schon hier haben. Wir haben schon komplett jetzt hier ordentlich gelootet und gelevelt und haben fantastisch, ich muss mir das mal merken, da hinten, wo die Dinger sind, ja. Und wir haben so fantastische Sachen schon erlebt, das ist ja unglaublich. Ich kann auch ein bisschen Fleisch mitnehmen, wenn ich schon einmal unterwegs bin. Wir sind weit und breit keine Bäume, doch da drüben. Das gibt's doch nicht. Das ist das Einzige, was ich, was mir fehlt. Ansonsten habe ich alles. Mir fehlen Bäume. Das heißt, ich muss da rüber schwimmen. Wollen wir das mal machen? Unser Castaway. Castaway hier. Ich hab ein Schwert. Guck mal. So. Entschuldigung. So, Holzhacking. Weil wir brauchen ja Holz. Das ist ja leider ein sehr, sehr geiler Rohstoff, den wir hier in Minecraft brauchen. Der sehr, sehr wichtig ist. Auch für die Anfangszeit. Habt ihr ja mitgekriegt. Warum komme ich nicht dran? Guck dann mal weiter. Wollt ihr mich verarschen? Stehe ich im Wasser und bin hier im Holzfällen oder was? So. Ich bin ein fleißiger Holzfäller. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen um den Balkon. Achso, im Übrigen wollte ich noch gesagt haben, es schneit. Ja, also bei mir momentan schneit es. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr die Folge seht, aber bei mir schneit es heute. Und zwar ist es der erste Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, also nach dem Fest. Ja, und bei mir schneit es total. Ja, es ist irgendwie, also da, wo alles vorbei ist, da schneit es. Ja, das ist ganz komisch. Denn es ist alles schon gelaufen und jetzt fängt es erst an zu schneiden. Das ist doch geil. Warum konnte das nicht am 24. so sein? Es ist zwar nicht viel, aber es liegt ordentlich was. So. Da ist auch nochmal ein Baum. Mal so ein bisschen da rüber jumpen. Was war das denn? Hallo? Kann man nämlich gleich wieder ordentlich Werkzeug bauen. Das brauchen wir ja, um hier überhaupt irgendwas zu tätigen. Die sind auch überall Höhlen. Das sind auch noch Bäume. Da hinten wohnen wir. Das kann man sich eigentlich gut merken. So. Man müsste normalerweise so einen Turm bauen. So ein Türmchen. So mit so, mit so, mit so einer viereckigen Aussichtsplattform, damit man weiß, ah, in der Ferne, da wohne ich. Das ist echt, glaube ich, eine gute Idee. Das werden wir mal in der nächsten Folge irgendwie mal vielleicht in Angriff nehmen oder in der übernächsten. So, mal gucken, wenn ich daran denke. Ansonsten erinnert ihr mich bitte daran, ja? Ihr könnt ja unter die Kommentare dann schreiben. So, und mit dem Pferdchen würde mich auch mal interessieren, wie das funktioniert. Ich habe das ja in der einen Folge einfach mal übersprungen. Hi. Da du? Oh, Entschuldigung. Da sind noch Bäume. Müsste, genau, da ist das viereckige, der viereckige Baum. Der ist da. Da müssen wir hin. Hallo, renn doch mal. Oh, hier gibt es ganz viele Bäume. Ganz viele Bäume zum Fällen. Na toll, da war ja viel dran an dem Baum. Aber wenigstens ein bisschen Holz haben wir. So, hier ist auch ein
bauen. Aber da muss ich nicht mal jetzt durchprügeln. So. Sehr schön. Holz hacking. Sehr geil. So. Ich würde sagen, das reicht erstmal fürs Erste. Fürs Erste reicht's. Wir müssen auch irgendwann mal so ein Dorf suchen. Also müssen irgendwann mal ein Dörfchen suchen. So mit Einwohnern. Mit diesen. Ha, 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 ha. Ja, das wäre schon viel, viel geiler, weil da kann man nämlich auch mal gucken, so wie die leben. Kann man die ein bisschen ärgern. So. Mäh. Das musste mal gesagt werden. So, jetzt werde ich noch ein bisschen hier. Das brauche ich nicht. Achso, ich wollte das verrottete Fleisch wegwerfen. Ja, habe ich das schon rein. Kann ich jetzt mal eben tun. Na, was du? Ist sowas möglich? Total Banane. So. Banane, Banane, Banane. Blablabla. So, was wollten wir? Wir wollten. Genau, wir wollten ein wenig. Eine Spitzhacke. Wenn ich mal von hier nochmal zwei. Okay, kann ich nicht, weil ich nichts mehr habe. So, genau, das mit dem Holz, das lassen wir ruhig mal hier. So viel Platz habe ich gar nicht mehr in der Truhe. Ich sollte vielleicht gleich mal erstmal eine Truhe erstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal eben. Dazu brauche ich Holz. Ja. Ja, machen wir direkt wieder zwei. Stellen wir sofort hier hin. Hallo. So. Und werden da weiter platzieren, weil je mehr wir haben, desto besser. So, da bin ich natürlich auch mal wieder hier so ein bisschen. Ich sortiere das später. Ich mache das alles später. Später, Peter. Da haben wir eine Schaufel, da haben wir noch eine Spitzhacke in Reserve. Was fehlt uns noch? Ein Schwert sollten wir vielleicht auch mal bauen. Das Fleisch kann ich auch mal hier reinpacken. Also über Essen können wir uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht beklagen in der nächsten Zeit. Da haben wir echt genug von. Da können wir auch noch mal hier oben reinpacken. Hier haben wir da noch 49. Wie gesagt, die Spitzhacke tue ich dahin. Da haben wir noch eine Axt, noch eine Schaufel. Fehlt uns hier übrigens die Schaufel, fällt mir gerade auf. Die haben ein Schwert, das erste Spitzhacke, Axt und Schaufel. So. Wunderbar. Warum ist die eigentlich heller? Ja, ist doch egal. Da sind noch Barren, seht ihr? Das heißt, wir können theoretischerweise könnten wir noch ein wenig Werkzeuge erstellen. Was habe ich denn gesagt? Ein Schwert wollte ich noch haben. Eine Axt. Ja, sehr schön. Das nochmal als Reserve dann nochmal oben reinpacken, weil dann haben wir das in der Truhe drin. So, mal gucken, das habe ich, das habe ich, sehr schön. Den Barren können wir auch da oben reinpacken, da haben wir auch nochmal eine Axt als Reserve, weil die ja kurz vor kaputt gehen ist. Das Schwert nehme ich auch mit, weil das sieht auch aus, als ob würde das kurz vor explodieren sein. Und ja, es ist zwar noch helliger Tag, es ist zwar noch Tag, aber ich hau mich trotzdem hin. Nein, ich kann nicht schlafen. Ich kann nur nachts schlafen. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen bei der Folge, ja, bei der Episode. Und dann geht's weiter, ja, in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.